Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ultros. Wir haben am Ende der letzten Episode die Tür hier geöffnet mit dem Akolytenschlüssel, den wir irgendwo im Baderaum gefunden haben. Okay, nach hier geht's mit dem Akolytenschlüssel weiter. Geht das? Das geht. Aber wir kommen hier nicht weiter. Gut. Dummerweise gibt es keine Map-Markierungen. Und das hier muss. Der hier muss raus. Der bringt uns gar nicht wirklich was. Geht's hier auf die rechte Seite, auf die linke Seite weiter? Oh. Dang, jetzt sind wir ziemlich weit runtergekommen. Das war. Aber wobei, hier sind Plattformen. Okay. Wir kommen wieder hoch. Ich bin gerade am Überlegen, was wir hier am besten pflanzen. Lasst mich mal Sprogen probieren. Es wird jetzt eine Weile dauern, bis das Zeug gewachsen ist. Aber es müsste irgendwo dann eine Knospe bekommen. Auch wenn ich die jetzt gerade noch nicht wirklich sehe. Geht's nur bis hierhin? Warum haben wir diesmal keine Knospe? Grrr. Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wohl oder übel. Ich meine. Okay, nehmt. Das müsste auf jeden Fall Knospen haben. Von den Dingen haben wir auch 3 Stück. Vielleicht sogar an der Decke hier. Ja. Okay. Gut. Das wäre mal das. Kommen wir jetzt hier weiter? Nee. Also nicht mit dem Faden zumindest. Ach, das Ding schon wieder. Oh, ich denke nicht, dass unser beider Pfade sich bereits einmal kreuzten. Aber wie ich sehe, hast du meine Freundin getroffen. Ich fand sie, als sie gerade geschlüpft war. Sie ist nicht wie die anderen Tiere, die du hier draußen findest. Wir sind gewissermaßen im Gleichklang. Ja, im Gleichklang. Sie mag dich, das erkenne ich. Ich habe es etwas eilig und war gerade unterwegs, aber vielleicht möchtest du mir helfen. Dabei sie zu füttern, meine ich. Wunderbar. Das hilft mir wirklich, weißt du? Schön. Wir sehen uns dann. Danke. Okay, das heißt, ich kann dem Ding irgendwas geben. Okay. Und wie oft müssen wir das machen? Vielleicht ist so ein Ding noch. Ich greife es erstmal nicht an. Solange es mich nicht angreift.
Dang it. Irgendwas muss das doch bringen. Die wird uns das doch nicht umsonst gesagt haben. Dass wir das Ding füttern sollen. Ugh. Okay, hier. Dann nehmen wir das noch. Das, tut sich nichts. Schade. Okay. Was war hier? Ist hier was? Nee. Oh, es ist eine Erinnerung. Ich meditiere über ihre Worte, erforsche mein Herz. Das bringt mich der Barriere näher, dem Siegel. Sie sagt mir, ich sei der Schlüssel, diejenige, die öffnet. Ich bin Qualia. Ich bin eine von ihnen. Okay. Das ist zu kryptisch. Ich verstehe nicht wirklich, was Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist. Aber egal. Wie kommen wir jetzt mit dem Netzwerk weiter? Ich glaube nicht, dass wir das hier runterbringen können. Komme ich überhaupt wieder hoch? Okay, hier waren wir auch noch nicht. Okay, das ist die Kompostkarte. Gut. Dankeschön. Hä? Warum kann ich jetzt hier nicht mehr durch? Lässt du mich raus oder muss ich dich töten? Okay, es muss wohl sein. Weiß nicht, wie wir sonst... Lass das. Okay. Autsch. Das hat wehgetan. Nervensäge. Autsch. Okay. Essen wir was? Nochmal. Was tust du? Okay. Das sollte eigentlich nicht so schwierig sein, dieses Vieh. Wir hatten das ja schon mal besiegt. Tut mir leid. Okay. Wie komme ich hier hoch? Warum ist unten nicht aufgegangen? Ah.
Okay. So komme ich hier wieder hoch. Verstehe. Schade. Hätte es nicht unbedingt sein müssen, dass wir das Vieh nochmal töten. Das hat mir ein bisschen leid getan. Okay, und nun? Okay, unten rechts ist etwas. Die Nabelschnur hält nicht so lange. Sie müsste bis hierhin. Rup. Gib her. Okay, hier kann man Zeug pflanzen. Ich weiß aber nicht, ob uns das überhaupt irgendwas bringt. Unten rechts ist ein Safe Spot. Unten links, hier. Den würde ich eigentlich ganz gerne anschließen. Damit wir teleportieren können. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Warum ist hier alles verschlossen? Ich meine, wir waren hier schon ein paar Mal. Irgendwas muss es doch... Irgendwas muss der Schlüssel doch bringen, oder? Also man könnte da drin etwas pflanzen. Ich glaube nicht, dass das so weit reicht. Beziehungsweise wir müssten so oder so zuallererst mal das Ding da oben anschalten. Guck hier mal kurz nach, ob hier irgendwas ist. Warte mal, da ist was. Okay, wir müssen das irgendwie... Vielleicht wächst das irgendwie über den Zyklus? Keine Ahnung. Oder... Willst du das nicht? Okay. Dann eben nicht. Ups. Ich wollte eigentlich nichts essen. Was ist das da auf der Map? Weiß man nicht. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Also hier gibt es auch nirgendwo was, um die Nabelschnur anzubinden, glaube ich. Bringt das was, hier hochzugehen? Ich habe das Gefühl, wir verschwenden hier unsere Zeit. Ich hole mir mal kurz den Kompost da unten. Den kann man hin und wieder mal gebrauchen. Hier. Da irgendwo.
Gut. Hier unten wäre auch nochmal ein Safe Spot. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir die Schnur hier unten hinbringen sollen. Hier kommt man irgendwie zurück zum... Okay, da geht es zum Garten. Ich denke, man muss die Schnur irgendwie hier ganz außen rumziehen. Ach, das Ding ist beim Garten drin. Oh. Aber ich glaube, wir kamen... Kommen wir... Ich glaube, wir kamen gar nicht mehr zurück zum Garten, oder nicht? Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Garten. Unsicher. Nun denn, hier gibt's aber auch nichts zum Pflanzen. Jetzt gucken, ob ich... Oh, da ist was. Was ist denn da? Man weiß es nicht. Verbinde ich mal hier mit. Okay, das ist wieder so ein Ding. Kann ich das... düngen? Nee. So? Nee. Es könnte sein, dass die Dinge über den Zyklus wachsen. Keine Ahnung. Hier haben wir auch nochmal so ein Teil. Okay. Aber irgendwas muss es doch mit diesen blöden Türen auf sich haben. Aber ich weiß es nicht. Gut, gehen wir zurück nach unten. Da, wo wir weiterkommen sollten. Und lassen das mal so sein. Das weiter oben ist der Checkpoint. So. Hier wieder teleportieren. Plus wir können auch irgendwas skillen. Beschleunigt das S-Tempo. Wir brauchen irgendwas Blaues. Nee, Moment mal, wir brauchen sowas. Es fehlt immer noch Orange, okay. Ah nee, ich habe kein... Ich habe nichts um... Konterkompetenz. Ich habe nichts zum Fixieren. Ach, damit, ich wollte teleportieren. Naja, was soll's. Und zwar wollen wir hier hin. Das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache mit diesem Nabelnetzwerk. Ich habe das Gefühl, ich verstehe noch nicht so hundertprozentig, wie das alles funktioniert. Ja, das haben wir alles angeschlossen. Gut. Dann haben wir das da. Da kann man was pflanzen. Ich vermute, ich weiß, was dahin müsste. Wahrscheinlich so ein Ding. Ach, dammit. Geht das? Sieht gut aus. Okay, da ist es. Oh, wow.
Okay. Jetzt hat sich das da erstmal aufgetan. Eine Mützel. Okay. Und jetzt können wir fixieren. Okay. Ich nehme das Ding mal mit. Wir müssen hier irgendwas reinpacken. Pflanz das mal. Das müsste irgendwelche Knospen geben. Und danach können wir wahrscheinlich das Weizending wieder rausnehmen. Okay, nein, das hat nichts gebracht. Okay. Wenn das nichts gebraucht hat, wie wär's mit dem da? Ich verstehe immer noch nicht genau, wie die Pflanzen funktionieren. Manchmal gibt es Sprossen, manchmal irgendwie nicht. Das macht jetzt auch nichts. Ah! Ah! Wo ist es hin? Haben wir es verloren? Ich glaube, wir haben es verloren. Okay, dann nimm das da. Das wird es zwar auch machen, aber zumindest hat das beim letzten Mal irgendwas gebraucht. Es dauert einfach eine Weile, bis die Dinger wachsen. Ne? Auch nicht? Es wächst noch weiter. Na komm schon. Warum hat das beim letzten Mal funktioniert und jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Autsch. Nope. Autsch. Warum gibt's keine Knospen hier? Man könnte auch einen Dünger probieren, aber das Problem ist, der ist dann weg. Wir gucken mal, was passiert. Okay, es hat sich was. Hat sich was getan. Okay, gut. Okay. Ich glaube, wir haben's.
Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Hier ist alles ausgewuchert. Okay, es wird sowieso gleich alles wahrscheinlich resettet. Nehme ich stark an. Ich denke, wir werden einen Reset haben. Aber wir kriegen auch eine neue Fertigkeit. Was ist das? Transplantierter Modifikation. Dieses Hilfsprogramm ermöglicht dem Extraktor, Pflanzenteile zu nehmen und anderen Pflanzen hinzuzufügen. Okay. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Flussherz und dann die Pflanzen füttern, oder? Wie muss man das verstehen? Ich denke ja, jetzt wird es ein Reset geben. Und dann müssen wir gucken, wo wir als nächstes weiterkommen. Aber es war definitiv jetzt die richtige Stelle. Ich weiß nicht, ob die Cutscene irgendwas zu bedeuten hat. Ich check's nicht wirklich. Dass irgendein Ort ist, der Map.